mittelliches Wetter. Heute Abend fahren Sie den EC von Augsburg nach München. Der einzige Zwischenhalt ist Passing. Alles Gute und damit willkommen hier in der Dunkelheit, wo wir... Ach, hier ist unser EC. Lang, lang ist her uns, dass wir hier mal wie... Ach so, ja, es regnet. Schauen wir schon. So, Augsburg, halt, in 1,3 Kilometer, deswegen go, Bremsen lösen. Und langsame Beschleunigung. Wir können 80 maximal fahren, ich weiß jetzt nicht, hat man die... Ah, da man die auf B. Na, das war zu schnell. 80. Achs 80 Maximalus Spontaneus. Ja, wir kommen erstmal hier zu einer Runde von Train Simulator. Wir müssen kurz mal gucken, wenn wir hier aus dem Bahnhof rausfahren, dass hier alles klar geht. Da ist nämlich schon Augsburg. Straße, genau. Das ist unser Halt. In einem Kilometer können wir eigentlich schon Gas runternehmen. Wir werden hier rüber, genau, da haben wir grünes Zeichen. Da wartet jemand auf uns. Es dürfte bis dahin erstmal alles klar gehen. So, Lichter. So, grünes Licht, Einfahrt in den Bahnhof Augsburg an Hanselder Straße. Was das Ganze soll, erkläre ich euch gleich. Warum kommt der Train Simulator? Ein bisschen spät. Hallo, darf ich mal... die Türen öffnen? Das ist doch der richtige Bahnhof hier. Achso, geh über! Ah, bin ich bescheuert! Oh, bin ich bescheuert, so. Da haben wir jetzt 120 raus aus dem ganzen Ding. Gut, da habe ich mich ein bisschen verlesen. Alles gut, alles gut. Ich hoffe natürlich Pünktlichkeit 34, soll mal ankommen. An 36. Okay. So, Licht an. Nach vorne kommt 120. Eigentlich, das wurde mir hier gesagt, man hat hier die ganzen Signale und alle Veränderungen und sowas. Wir haben noch 1000 Meter eben bis zur Änderung hier. Welche Zeichen jetzt welche waren, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Bremsen können wir wieder rausnehmen. 100 ist die drinne. Theoretisch dürfte er jetzt nicht schneller fahren als 100. Und dann fliegt irgendwas gegen die Tür. Gegen das Fenster. Hier ist nämlich eine Abnitze. Also. Alter, was piept denn hier die ganze Zeit? Die Seefarbe hier, glaube ich, ist in dem Szenario aus. So. Erstmal das Cap Light.
So, und das gleich. Jetzt haben wir es mal hier drin hell. Aber wie aktiviere ich denn? Hm. Ruheschirm Pünktlichkeitsbonus, freut mich. Stromabnehmer. Override. Ach so, ja. Ignorite. So, und dann können wir gleich beschleunigen. Ah, okay. Ja, es ist ewig her, dass ich überhaupt mal den Train Simulator gespielt habe, deswegen... Achso, hier kann ich ja nicht rauskommen. Denn jetzt können wir richtig Gas geben, langsam. Ehe der Zug drüber ist. Genau, jetzt haben wir nämlich... 5000 Meter Zeit, danach kommt das nächste wichtige Signal, worauf wir uns konzentrieren müssen. So war das nämlich hier. Ich habe mir nämlich vor kurzem das Bild in den Doku angeguckt. Und 240 kann ich nie sogar 280 fahren. Guck mal, jetzt bremst er. So, wir dürfen 280 fahren. Genau. Müsste uns eigentlich jetzt reinkloppen. So, Train Simulator. Ewig lange, wie gesagt, nicht mehr gespielt. Hat einen Grund, ich wollte mal gucken, ob das jetzt funktioniert, eigentlich mit diesen dass man jetzt auf den 18er kommt. Ja, man kommt theoretisch auf den 18er, aber man hat keine neue Map, man hat keine neuen Züge und alles mögliche. Man hat wirklich nur, wie das Oberlay hat sich geändert. So. Was anderes kann man, hat sich eigentlich nicht geändert. Oh. Erste Klasse. Hm, gut, okay. Hm. Was mich eigentlich noch interessiert, das Free. Ah, hier. Das ist Scheinwäsche, okay. Sandstreuer halt. Wir dürfen 280 fahren, das habe ich vorhin gesagt. Oh, das ist sogar das Maximum. Vorwahl? Nee. Halt, nee, nee, nee. Bleib mal da. Da kommt uns noch einer entgegen. Aber jetzt haben wir 240 fahren. Ist drinnen. Der Zug berechnet sich ja sowieso aus den ganzen Sachen hier. Ach guck mal, wir haben hier, ach, wir können uns hier zurücklegen. Bis hier irgendwas Wichtiges für uns Interessantes kommt. Aber natürlich den Scheinwischer nicht vergessen. Das hat natürlich seine Gründe, weil man natürlich auch ordentlich sehen muss. Ich bin seit langem auch keinen Zug mehr gefahren. Muss man eigentlich immer wieder machen. Ich wollte damals mal Zugfahrer werden. Das bin ich aber doch nicht geworden, weil für mich war es dann so, ich durfte nicht. Oh, da vorne kommt, oh, geh, die 200 ist schon drinne. Müssen wir natürlich jetzt abbremsen. Auch wenn wir jetzt noch theoretisch 240 fahren können, aber hier vorne dürfen wir dann erstmal nur 200 fahren. Ist aber nicht der einzige Grund, warum ich das jetzt so gemacht habe. Du hast hier vorne hast du das G. Ich glaube, das G ist, dass nicht mehr so viel über den Abnehmer abgegeben wird. Über die Stromleitung. Die hat ihre bestimmten Einstellungen. Wie soll ich denn das sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre ja hier unten die Taste. Aber ich glaube, die habe ich ausgeschaltet. Also die muss ja ausgeschaltet sein. So, das ist die Notbremse. Die brauchen wir nicht. Hoffentlich nicht so schnell. Beziehungsweise eigentlich wozu in diesem Zug.
Ich glaube, der ECE ist eigentlich der fast mit am einfachsten zu fahrende Zug, weil du hast hier drinnen deine Achtung, hier passiert was. Du hast draußen aber noch deine Signale, auf die du achten musst, und sobald ein rotes Signal ist, musst du sagen, hallo, hier, das ist free, ich fahre jetzt durch so. Was natürlich das hier ist, dieses Aknoride, das weiß ich natürlich nicht. Hier drüben hast du eigentlich deinen Bordcomputer noch drinnen. Wir fahren noch ziemlich lange, also es ist, glaube ich, jetzt, wie lange fahren wir jetzt, weiß ich jetzt gar nicht. Eine Weile. Ich werde dann, glaube ich, doch noch ins B aufnehmen, aber Güterverkehr mit was, ja, oder mehr mit mehr Haltestellen. Und wenn die ICE ist, ja sowieso, Intercity Express, schnell von einem Ort zum anderen. Wie man natürlich dann fährt und alles, sei jeden selber überlassen, so umgeschalten hat er. Man sieht hier kein Signal, jetzt grünes Signal. Ich glaube, da muss man doch schon relativ früh darauf achten beim ICE und weit sehen können. Aber es gibt ja natürlich auch sämtliche verschiedene Sachen, auf die man dann achten muss. Klar, Zugfahrer ist auch kein einfacher Beruf. Auch wenn das vielleicht für manche ankommt. So, jetzt hier bremsen. Weil vorne hast du den 200. Dann hast du wieder deine 280. Notbremse, Motorstart, nee, Motor ist ja dauerhaft an eigentlich hier. So, nehmen wir jetzt den hier wieder raus, die Bremse. Und dann gucken wir mal, was hier passiert. Ich schalte mir das wieder aus, weil ich wieder auf den falschen Knopf gekommen bin. Idiot. Ja, wenn man so eine Mischung aus Bildschirm und sowas spielt, kommt man immer schnell auf den falschen Knopf. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Das hier sind die Motorfunktionen. Das kann ich auch noch sagen. So 9 Kilometer kommt erst wieder was Wichtiges für uns. Alter, das geht ja hier ewig geradeaus. Eigentlich ist es nur hier diese Strecke, dass ich abbremsen muss und die Bremse wieder rausnehmen. Und dann kommt dann später noch der Bahnhof. Hätte ich vorhin nicht die Minuspunkte mir reingeholt. Schade, dass der hier nicht geht. Also was das alles hier jetzt bedeuten hat, das hier hat die verschiedenen Stromfrequenzen. 800 Hertz, das hat auch irgendwas mit der Übertragung hier zu tun, das ist alles hier. Und was hier dieses B und das Ü zu tun hat, weiß ich nicht. So, grünes Signal. Kann ich noch nicht erkennen. Ja, grünes Signal. Der Bahnhof hätte rot ist. Gut, okay. Warum piept er mich hier voll? Guck mal, jetzt geht die, jetzt geht dieses Free besser. Obwohl ich eigentlich grünes Signal habe. Da brauche ich mich ja nicht melden mit Hallo, ich bin noch da. Ich glaube beim Gelben und beim Roten kannst du auch drüber fahren. So, ne? Jetzt war auch hier nicht. Es kann natürlich auch sein, dass ich irgendwas falsch sage jetzt hier. Ich habe das ja nicht gelernt, habe ja damals mehrere Praktikums bei der Deutschen Bahn gemacht. Und so ab und zu wurden ja ein paar Sachen erklärt, aber die ganzen Signale zu wissen, das sind, ist schon ein dickes Buch. Also über 100, 200 Seiten wird schon sein. Oder waren es. Also wer da Eisenbahner lernen möchte, Halleluja. So, 5 Kilometer noch.
dürfen wir schön mit unseren 280 fahren. Warum aber hier die 200 steht und ich meine 280 hier eingeben kann. Und wenn ich das jetzt ändere hier, bremst ab. Ich glaube, man hat sowieso seine Geschwindigkeit, an die man sich halten soll, oder? Aber was ist dieses G nochmal? Na guck mal, der bremst. Ach so! Ja, jetzt steht auch die 200 da. Jetzt weiß ich, warum er bremst. Jetzt war auch mir auch klar, warum dieses G da ist. Oh. Fahren wir jetzt über Olchring drüber. Ja, gut. Oh, Bremsen sind gelöst. Ich glaube, ich habe auch hier sehr, sehr viel Hilfe gerade drin in der Runde. So, über euch hin. Grünes Signal, immer da auf der rechten Seite, die Signale zählen für mich. Genau, das nehmen wir im Gleis. Die anderen interessieren mich nicht. In England ist, glaube ich, auch ist wie beim Autofahren auf der linken Seite. Okay, ganz pünktlich bin ich nicht. Grünes Signal. Oh ja. Das Piepen hat eigentlich immer eine Bedeutung. Hallo, hier ist irgendwas, hier passiert irgendwas. Zeigt er zum Beispiel jetzt 100 km/h an. Bremst aber nicht runter und ich habe meine 200 angegeben. Gut, jetzt sind wir eben zu langsam nur fahren. Gut, 10 Kilometer, dann sind wir ja auch schon da. Theoretisch sollten wir fast schon früher ankommen als geplant. Dadurch, dass wir 5 km weniger fahren, als dass wir es mir fahren dürfen, verspielt sich natürlich die Zeit in ein paar Sekunden. Aber das tut keinen weh, die paar Pünktchen, die tun ja... Ja... Das heißt, kurz vom Bahnhof wird, kommt dann nochmal das wichtige Signal für mich, hallo, du solltest runterschalten, so ungefähr. Und was für mich ein Wunder ist, seitdem mein Fenster zu ist, ist es mir angenehmer hier. Ich weiß auch nicht warum. Also es ist angenehmer in meiner Wohnung. Aber wenn ich drüber rede, dann kommt auf einmal die Wärme. Ich kapiere es nicht. Dann kommt bestimmt nochmal der Computer, der heizt mich nochmal gerade richtig ein. So. Das war jetzt außerdem die Strecke München-Passing, also auf der Strecke München-Passing. Und die paar Minütchen hier. Wir haben viel über den Zug heute kennengelernt, ich hoffe es. Und hier die ganzen G-Kräfte, auf die man mit achten muss. Und ja, ich habe schon mal einen ewig langen Zug mal erstellt gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo eine Aufnahme war. 4 Kilometer, muss man dann noch aufpassen. Bisher sagt er hier mir nichts. Du hast hier drüben hast auch deine... Ne, hier. Da hast deine Fehlermeldung für die ganze Maschine drin. Aber wenn irgendwie Motor kaputt geht oder sonst was. Also da vorne kommen wir uns 160. Dann wollen wir langsam schon mal bremsen. Yo, ich weiß, bleib ruhig. Ich komme gerade nur nicht auf meine Taste klar. Zum Runterschalten. Ui. Was sagt er mir jetzt? Ende. Weiß echt nicht, was das heißt. Sagen wir einfach, ich hab's kapiert hier, beide Tasten. So. Nur mal zur Sicherheit. Ich glaube, relevant ist es nicht, aber... Ach ja, Klappe jetzt. So. Nein, nicht so schnell bremsen. Das war jetzt unten Ruckler, der drin war.
Oh, noch ein Hupen. So, die Klingel. Ding, ding. Nee, was ist denn das denn? Ein Bild können wir auch reinrollen noch. In die Nacht in dem Passinger Bahnhof. Ich glaube, danach war es das schon. Zum Beispiel jetzt war ja 120 da. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie im Passinger und zu Schlüssige sind. Ja, Ausstieg befindet sich links. Glaube ich, will ich. Nee. Doch. Wenn ich jetzt nie noch rübergeleitet werde, habe ich richtig gelegen. So. Da steht der ECE jetzt für den Rückfahrzug nach München. Rückfahrzug. So, jetzt verzögert er selber. Aber ein bisschen rollen müssen wir schon. Weil er ist noch nicht ganz drin. Man hat auch seine Haar drin, mal seine Halteschilder. Ja. Gut gehalten, würde ich sagen. Jetzt wollen wir mal gucken. Irgendwas ist im Hintergrund, was jetzt gerade lädt, hat man gesehen. Muss ich jetzt noch weiterfahren oder nicht? Hat man hier bei Twitter... Nee. Ah. Jetzt darf ich zurückfahren? Ah, nee. Ach so. Jetzt habe ich weiterfahren, okay. Das war gut beschleunigt. Ja, die letzten paar Meter zum nächsten Signal. Zeigt mir aber grün an. Ich darf durchfahren, alles in Ordnung. Und jetzt haben wir noch 7 Kilometer. Ach so, und dann kommen wir in Münchner. Hoppo. Ist die Passing vor? Ach, ich kenne mich eh nicht aus, also leck mich. So. War man mal nicht so schnell beschleunigen, weil es bringt nichts. In 1 Kilometer müssen wir schon auf 90 wieder sein. Hier drüben ist, glaube ich, die Werkshalle. Jetzt lassen wir uns wieder rollen, weiter rollen. Guck mal, jetzt zieht er sich mit hier. Ah ja. So. Ich glaube, jetzt habe ich das langsam kapiert hier. Und jetzt sollte ich volle Uschi geben. Genau, und jetzt geht das schon langsam nach oben. Genau, jetzt kommen die Bremse nämlich schon rein. Zum Ende der Fahrt kapiere ich den ECE 3M. Also glaube ich, 3M war mit Neigetechnik. Oder nee, T war mit Neigetechnik. Es gibt den 1, den 2, den 3er. Und den 4er, da kam jetzt glaube ich irgendwann mal raus. Ach, jetzt habe ich wieder 120 fahren, wieso das auf immer? Aber vorne in 2 Kilometer muss ich wieder runterschalten. Auf 60.
Na gut, vielleicht können wir ja ein bisschen Zeit rausholen. Jetzt, wenn wir nochmal so einen Kilometer vielleicht schnell fahren. Aber wenn wir die ganze Zeit langsam fahren, bringt nichts. Ach, was soll denn das bringen? Und jetzt nochmal Minuszeit. Oh. Das war's. Beschleunigen, runter. Und zoomen uns jetzt die 60 rein. Eddie, ja genau. So. Und dann haben wir den Münchner Bahnhof. Hier ist, glaube ich, die Werkshalle. So, das ist die Werkshalle. Das andere war irgendein anderes Industriegebäude. So, wir hauen uns mal trotzdem hier ein bisschen Geschwindigkeit raus drauf, sodass er nicht unter 60 jetzt kommt. Wir haben noch einen Kilometer Zeit. Aber lieber zu früh als zu spät. Zu spät kommen wir eh an. Bisher eine Minute. Über eine Minute. Aber naja. Leute, dann ist es eben so. Da kommen wir eine Minute zu spät an. Eine Minute ist, glaube ich, bei der Deutschen Bahn noch fast schon normal. Vor allem im echten Leben, da hat man noch so ein bisschen mehr. Ja, okay, Minuspunkte. Da kann man mal, glaube ich, da kann man schon 2-3 km/h mal mehr fahren. Das ist nie das Dümmste. Also nie das Schlimmste. Nie das Dümmste, sondern das Schlimmste. So. Nicht. Ah ja, ihr wisst schon, was ich meine. War schon eine Überlegung, ob ich heute ins Kino gehe. Da dachte ich mir so, nö, muss man lieber was aufnehmen. Guckt sich eh keiner an, den Scheiß, also. Ach ja. Ach, da war's. Ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, ich habe heute Milchreis gegessen. Irgendwo 40? So kloppen die mir auf einmal eine 40 hier rein. Ey, 60 war mir angegeben. Ey, das ist ja scheiße. Ey, jetzt habe ich mir hier richtig Minuspunkte reingehauen. Kann irgendwo ein Zug entgegen. Ey, das ist richtig bescheiden. Also mein im Bahnhof mit einer 30 reinfahren, das ist mir, glaube ich, oh, ja gut. 30 oder 20, was kenne ich denn? Oh, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt seht, wer hier alles jetzt irgendwas spielt. Oh, bisher ist hier irgendwie alles rot. Oh, ich glaube, mich zieht's geradeaus durch. Mich zieht's rum, da ist aber die Schiene gerade mittel falsch gewesen. Weißes Signal, Einfahrt. Wenn es jetzt mich rum, ja, genau. So, wir werden schon mal die 30 reinkloppen. Hier steht sogar die 30, also die zählt für hier, die zählt für hier, theoretisch immer noch nicht im 30er Bereich, die zählt für uns. Wir fahren hier lang. Da haben wir bisher noch keine 30. Bereich, hast du deine 30 zu fahren? Ja. Aber theoretisch, ich habe hier keine 30 nirgendwo stehen. Ah, lassen wir uns ausrollen. Theoretisch müsste eigentlich dann hier auch das nach unten gehen. Aber wenn alles richtig ist, fahren immer noch 25 km/h, müsste das jetzt, glaube ich, auf Minusprozent gehen. Natürlich machen wir alles ordnungsgemäß und fahren ganz nach vorne rein. Also zu spät sind wir sowieso.
und ausleihen. Schämisch aus. So. Ah, ist unser Zug. Nee, Gleis 18. Wir sind gar nicht drauf. Wir fahren nirgendwo mehr lang. Der fährt sogar nach Leipzig. Nürnberg, Düsseldorf, hier Leipzig ist gleich dran. Aha. Naja, also wir sind nicht drauf. Wir haben jetzt anscheinend Feierabend, aber hier stehen zu viele Leute an. Bei uns steht auch nicht drauf, also würde ich mal schätzen, wir haben Feierabend. Wir sind gut angekommen. Pünktlichkeit gibt es da mal Minuspunkte. Also insgesamt sind wir richtig, richtig schlecht gefahren. Am Anfang hat man Radschlupf gehabt. 5000 Punkte haben wir insgesamt. 153 habe ich erreicht. Wo ist das? Ach du Scheiße. Naja, durch das Ende jetzt nochmal. Ich würde einfach mal sagen, lasst einen Daumen nach oben da, Leute, wenn ich das Ganze gefallen hat. Wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt in den Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euch, wenn sie. Ciao, ciao.